Ich würde mir die Position vielleicht merken und die Namen dazu. Ich traue dieser Karte nicht. Das ist doch. Ja, ihr solltet der Karte auch nicht trauen. Allerdings verrät sie die Verräter. Ja, aber vielleicht verrät sie auch ein paar von denen, die eigentlich gar keine Verräter sind. Also eigentlich. Die Namen sind doch ziemlich klein geschrieben. Man müsste also auch sehr, sehr nahe kommen. Ihr könnt auch erkennen, wie da wohl Jelnand von Dunkelstein steht, der sich da wohl ebenso absetzt. Ja, Sirion Grimm, den Schänder. Aber wenn ihr wirklich mehr als Informationen sehen wollt, dann ihr müsst näher zur Karte ran. Ich mach das nicht. Ich auch nicht, also ich. Nicht mehr als nötig. Bei einem Namen könnt ihr tatsächlich drei Namen erkennen. Also ein Punkt, drei Namen. Sind denn noch irgendwelche Punkte in der Stadt? Aktuell nicht. Das ist schon mal gut. Du siehst wohl, für dich vielleicht von besonderem Interesse, ein Punkt bewegt sich auch übers Wasser, aber nicht in der Luft, sondern einfach nur übers Wasser. Das Geierkind. Wohl irgendwie den Zweck, dass es nach Auweiler kommen will. Merkwürdig. Und das surft jetzt quasi über den Darpart. Bewegt sich zu Fuß über Ochsenwasser. Diese Karte könnte uns noch wertvolle Dienste erweisen. Oder uns brutal in die Irre führen. Ich weiß nicht. Ich Ich traue dachte, dem. wir sind uns einig, dass wir dämonische Artefakte zerstören. Ja, traue diesem faulen Zauber hier nicht. Ja, wir sollten uns trotzdem die Zielorte von diesen Paktierern merken. Vielleicht können wir einmal herumfragen, was es an diesen Orten gibt, was sie dort wollen. Was könnte Asmodeus nach Dettenhofen ziehen? Ich weiß nicht mal, was Dettenhofen ist. Ja, genau. Wir könnten ja den Bürgermeister mal fragen. Der Fragen weiß das bestimmt. die Oh Fürstin. nein. Die Ja, wir Fürstin. fragen die Fürstin, sie ist sehr viel kompetenter. Das auf jeden Fall. Gut, ich würde dann jetzt die Karte mit meinem Stab wieder so einrollen und mir dann Handschuhe anziehen und sie mit einem Strick oder einem Gürtel irgendwie fest verzurren. Habe ich in dem persönlichen Habe sowas wie Kämme gefunden? Ja, auch Kämme mit Haaren dran, also Sehr wohl schön. auch Barthaare, ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich die einzeln mal aufreihen und dann mein Habe mir, Isarun. Ihr Was wisst wo? ja, dass Haare ein potentes Mittel sind, um mittels Magie Leute aufzufinden. Ja, normalerweise zählt man diese Art von Magie zur schwarzen Magie, aber Nein, Quatsch. ich weiß nicht, wo ihr solche Rituale kennt. Ich kenne diese Rituale gar nicht, aber nun, ich habe euch doch mal erzählt, dass die Dioden als ja, Ursprung der Magie auf. Zumindest in diesem Teil der Welt. Nun, auf jeden Fall gibt es uns schon sehr lange und wir haben hin und wieder auch mal anderen Menschen beigebracht, wie man naturverbunden zaubert und aus denen haben sich die Druiden entwickelt. Und ich hörte, dass die das wohl ganz gut können. Also falls wir einen Druiden treffen, könnten uns diese Haare noch von großem Nutzen sein. Was meint ihr dazu? Ja, sicherlich. Haare, besser nach Blut, ist ein potentes Hilfsmittel. Wie verfügt ihr denn über diese Art von Magie? Wie gesagt, ich ja nicht. Aber Druiden, die das können, das weiß ich. Das hat mir mein Lehrmeister mal erzählt. Und woher wollt ihr einen Druiden nehmen? Ja, Druiden und Geoden verstehen sich eigentlich ganz gut, wenn man sich mal trifft. Denn die haben ja prinzipiell die gleiche Intention, die Herrin Sumu zu schützen. Wisst ihr denn, wo ein Druide hier ist? Nein. Und wie soll es uns dann nutzen? Ja, es kann ja passieren, dass man zufällig mal über den Hain eines Druiden stolpert. Und dann erklärt man ihm sein Anliegen und
Wann macht er das? Mein Großonkel zweiten Grades war ein Druide, aber der ist seit der Invasion des Sphärenschinders verschollen. Wir denken, er ist nicht mehr am Leben. Tut mir leid. Unter euren Ahnen befindet sich ein Druide? Natürlich, Druiden sind in Tobrien weit verbreitet. Sie sind die Hüter des Landes. Eben. Ich verstehe. Nun gut. Fragen wir die Fürstin nach Dettenhofen. Und nach Druiden. Und nach Druiden. Ja, ich schreite mich um und schreite zur Fürstin, wenn ich sie noch sehe. Ja, du wirst sie auf alle Fälle finden. Ist da wohl ins Gespräch vertieft mit ihrem Bruder Okurian. Zwei andere Gänseritter bei ihr und dann schaut sie dich an. Reibt sich nochmal so ein bisschen über den Arm stumpf und nickt dann. Ja. Fürstin. Verzeiht, dass ich euch störe. Wir vermuten, nein, wir wissen, dass Asmodeus nach Dettenhofen geflohen ist. Was ist dort? Dettenhofen, woher solltet ihr diese Information haben? Habt ihr eigene Aufklärer? Nein, wir haben gewisse magische Mittel zur Verfügung. Wollt ihr wirklich wissen, warum und wie das funktioniert? Nun, da ich keine eigenen Magier hier an diesem Hof aktuell habe, Dettenhofen ist eine größere Siedlung, die im Nordosten von hier liegt, etwas nördlich von Neuborn, direkt in den Treuzacken gelegen. In der Nähe gibt es wohl auch eine Silbermine. Etwas größer als die große Burg, als die feste Hohenstein von meinem Bruder hier. Gibt es dort irgendetwas, was für ihn von Interesse sein könnte? Nun, jetzt? Da solltet wohl ihr wieder gefragt sein als Magier. Ihr seid der Magier, er ist der Magier. Und wenn ihr magische Mittel habt, um diese Reise zu erkundschaften, dann solltet ihr mir vielleicht auch sagen, was er dort will. Gab es in der Vergangenheit eures Landes magische Vorfälle in dieser Gegend? Dettenhofen? Nein. Ja. Hatte nicht Galotta auch eine Insel hier irgendwo? Man munkelt so etwas. Im Ochsenwasser. Dort hat er sich wohl zurückgezogen. Ein Turm, der drauf steht. Allerdings meiden die Einheimischen die Insel, auch wenn sie sehr nah an dem Ufer liegt. Dort soll es einige wilde Affen oder so etwas geben. Irgendwelche riesigen Monster. Aber ja, diese Insel ist in sehr naher Entfernung zu Dettenhofen, habt ihr recht. Nun gut. Könnt ihr uns Felix zur Verfügung stellen? Wir müssten schnellstmöglich Asmodeus fangen und töten. Fangen und töten. Am besten in dieser Reihenfolge, ja? Ich bin natürlich gewillt, euch Pferde zu übergeben. Die sollten wir sicherlich noch irgendwo auftreiben können. Allerdings würde ich euch trotzdem meine Heimat hier in Romulus anbieten. Wir werden sicherlich noch die nächsten paar Tage Straßenkämpfe hier führen, denn ich vermute nicht, dass alle aufgebrochen sind, auch wenn es zunächst so wirken mag. Trotzdem denke ich nicht so sehr an die Stadt, sondern vielmehr an den Tag, den wir heute schreiben. Wenn ihr Pferd nach Dettenhofen reiten wollt, dann seid ihr sicherlich in den namenlosen Tagen dort. Das solltet ihr vielleicht vermeiden. Ihr habt recht. Nun vielleicht sollten wir uns auch zuerst einmal um die Kanalisation kümmern. Das wäre ein weiterer Punkt. Nun gut, ihr habt recht. Ja, ich würde mich dann wieder umdrehen und weiß nicht. Ich stehe ein bisschen unschlüssig da. Kollege Boltax Rafim? Jo! Ja. Auf dieser Karte wurden mir drei Namen direkt untereinander angezeigt. Habt ihr die auch gesehen? Ja, ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt, aber da war ein Fleck, wo mehr stand, ja. Wieso?
Das sind sehr beunruhigende Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um drei Entitäten handelt oder eine Entität mit verschiedenen Namen. Was sind das denn für Namen? Ich will ja nicht sagen, aber oder das ist eine Entität, die einen sehr langen Namen hat und die Karte musste sie untereinander schreiben. Ja, sehr witzig. Ja, das kann doch sein. Ich weiß nicht, wie dieses Ding. Ja, aber ist doch vollkommen wurscht. Das hat Iserun auch schon gesagt. Das kann auch eine Identität mit drei Namen sein. Ist doch wurscht, warum ihr Name lange ist. Ja, was stand denn da für ein Name? Nun, es waren drei Namen. Einmal Sulman Alvenich. Und der Seelensammler. Das habe ich schon mal gehört. Moment. Das habe ich auch schon mal gehört. Welchen? Das Seelensammler oder nicht? Ja, eventuell sind wir dieser Wesenheit ja schon einmal begegnet, oder vielleicht. Wir sollten uns von dem Vieh fernhalten, das war gemeint. Irgendwie komisch. Ja, und die anderen ja, vermutlich. Oh. Und die anderen Namen sind ja auch nicht gerade unbekannt, nicht wahr, Kollege? Sulman Alvenich, ist Ihnen solch ein Begriff? Natürlich. Der Vernichter von Kurkum. Richtig, der selbst in Kurkum ums Leben gekommen ist. Was hat er auf dieser Karte zu suchen? Nun, vielleicht ist er nicht wirklich tot. Tun wir mal so, als hätte ich keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Böser Schwarzmagier. Dankeschön. Ein Schüler von Liskum von Fasar, wenn ich mich recht erinnere. Der Liskum von Fasar, Abelmir? Der? Ihr habt keine Ahnung, wer Liskum von Fasar ist, vermute ich. Wie kommt ihr auf diese Idee, Abelmir? An eurem Gesichtsausdruck. Ihr mögt recht haben. Böser Schwarzmagier? Ja. Böser Schwarzmagier. Ja. Also ja. Der böse Schwarzmagier war ein Schüler vom bösen Schwarzmagier. Das kommt von Versafe, ein wirklich böser Schwarzmagier. Wirklich böser Schwarzmagier. Wirklich, wirklich böse. Gut. Und der dritte Name, lasst mich raten, böser Schwarzmagier? Nein, Dämon. Ein Neungehörnter. Ich dachte, Meerhörner sind schlecht. Ja, das ist sehr schlecht. Das ist nämlich der mächtigste Diener der Herrin der Untoten. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber das ist hervorragend schlecht, wenn diese drei Entitäten auf einem Haufen unterwegs sind. Aber das Gute ist, eine der Entitäten. Jetzt bin ich gespannt. Eine der Entitäten, denen sind wir doch schon begegnet, möglicherweise bei diesem Seelengewitter. Albtraumgewitter. Entschuldigung. Und diese Entität wollte uns nicht töten, ansonsten hätte sie das nämlich gekonnt. Also ist davon auszugehen, dass wenn wir diesem Punkt begegnen, wir vielleicht noch einmal mit dem Leben davon kommen werden. Weil zumindest einer der drei Namen will, dass wir etwas tun. Was hältst du davon, uns einfach ganz weit von dem Punkt wegzuhalten? Prinzipiell finde ich das eine wunderbare Idee. Dann lass uns das doch machen. Es steht vielleicht nur nicht in unserer Macht, uns permanent von diesem Punkt wegzuhalten, weil dieser Punkt auch eigene Intentionen verfolgt. Zumindest können wir seinen Standort verfolgen, so die Karte dann stimmt. Wisst ihr denn irgendwas über diesen neuen Gehörnten? Also was er kann? Ist er besonders flott unterwegs? Haut er besonders dolle drauf? Nun, er wird meistens dazu verwendet, um Unmengen von Untoten zu beschwören. Also, er macht dann, dass die rumlaufen. Er ist auch ein guter Lehrmeister für ein Magnum Opus. Ah, super. Ich glaube, der endlose Heerwurm war auch eines seiner Werke. Zusammen natürlich mit den Umständen vor Ort. Ach, richtig, super. Das klingt alles in allem nicht besonders erfreulich. Nein. Ich nehme mal an, das ist so eine Identität, wo wir einen großen Bogen machen. Ja. Ja. Sehr gut. Das sieht leider so aus. Zumindest ohne große kamale Unterstützung wird das wohl nichts. Abgesehen davon haben wir hier in Romelis auch noch genügend zu tun. Ich denke auch, wir sollten erstmal noch so viele Paktiere auf der Straße töten, wie wir finden können.
Und dann müsst ihr, Magier, rausfinden, wie wir das Ritual stoppen, weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Nun, ich fürchte, dazu müssen wir uns in die Kanalisation begeben. Also, das fürchte ich allerdings auch. Ich glaube, das Ritual können wir am besten stören, wenn wir im richtigen Moment das Entscheidende verhindern. Ich glaube nicht, dass wir in der Kanalisation jetzt gerade viel ausrichten können. Könnt's kaputt machen. Boltax, mit eurer präzisen Ausdrucksweise könntet ihr einen hervorragenden Jahrmarktswahrsager abgeben. Da hat sie euch dran gekriegt. Da hat sie euch dran gekriegt. Das müsst ihr zugeben. Da hat sie euch dran gekriegt. Ich weiß halt auch noch nicht genau, was in welchem Maße. Aber meint ihr, wäre ich wirklich ein guter Jahrmarktswahrsager? Ich glaube, es war ja, kein, es war kein Kompliment, Boltax. Ihr müsst ihren merkwürdigen tropischen Sinn für Humor verstehen. Da hat er euch ein bisschen dran gekriegt. Aber nicht, dass ich nicht immer gerne auf anderen Leuten rumhacke, da bin ich ja immer der Erste, der sich freiwillig meldet, aber... Ja, es ist halt immer leicht, auf den Kleinen rumzuhacken, oder? Ja, Boltax, dann würde ich mal deiner Stelle ein bisschen wachsen. Darum geht es gar nicht. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Ich bin dafür, wir bringen erstmal noch Paktierer um. Also, wir helfen natürlich, die Stadt zu befreien und machen das nicht nur, weil wir Paktierer umbringen wollen. Richtig? Raphim nickt. Genau deswegen machen wir das. Nun, wie ich schon ausführte, ich fürchte, der Kombinationspunkt des Tutorials ist in den namenlosen Tagen. Und ich fürchte, dann wird dieser Durchgang zu den anderen dunklen Städten geöffnet werden. Ja, dann gehen wir vorher da rein und machen das kaputt. Das war meine Absicht. Klingt doch gut, machen wir. Gut, ich schlage dann vor, dass ihr, Raphim, euch vielleicht den weltlichen Truppen anschließt und mit der Golgaritin den Boronanger vielleicht bereinigt und dabei so viele Nekromanten erschlagt, wie es euch gefällt. Ein wunderbarer Vorschlag, der gefällt mir schon jetzt. Und wir Magiekundigen könnten vielleicht, nachdem ein Weg in das Informationsinstitut geschaffen wurde, uns dort in der Bibliothek nach Möglichkeiten zur Orientierung innerhalb dieses Kanalisationsglobulengebildes umschauen. Liebe Kollege, ihr erinnert euch schon, dass ich unter Dies Liberatio stehe. Was bedeutet das, Abelmir? Dass er mit euch auf den Friedhof gehen wird. Oh, Abelmir hat was gewonnen! Ja, ich fürchte auch. Ist das nicht gut? Und ihr seht so unzufrieden aus mit diesem Dis. Das ist ein toller Preis. Ich sehe es in meiner Kristallkugel ganz genau vor mir. Abelmir freut sich. Das ist ein Dis, lieber. Seht ihr meinen feinsinnigen zwergischen Humor? Ja, es ist unübertroffen köstlich. Ich bewundere ihn. Eine Dis Liberatio ist das Verbot, sich in Laboratorien oder Bibliotheken weiterzubilden. Was? Das muss euch ja hart getroffen haben, Abelmir. Das ist ja ein schreckliches Verbot. Es könnte ein Schlag in mein wissenschaftliches Gesicht, könnte man sagen. Ja, es würde mich auch hart treffen. Ja, ihr seid wirklich ein sehr bibliophiler Freund, nicht wahr? Natürlich. Diplo, wie auch immer. Ich bin so einer. Ja. Okay, komm, Abelmir. Ihr beiden mit den starken Armen. Ja, eigentlich hat Isamon den starken Arm, aber wir beide gehen jetzt los und bringen irgendwelche Nekromanten um und die da machen irgendwas Magisches. Exakt. Vielleicht kann euch Boltax unterstützen. Ja. Davon gehe ich doch aus. Natürlich. Darf der in eure Bibliotheken? Ah, ich war da schon drin. Wenn ihr von ihren Gebote seid. In Ordnung. Ja, es gibt natürlich gewisse Ausnahmeregelungen. Das ist so etwas wie eine Bürgschaft. Ah, ihr haltet euren Kopf hin, wenn er blöde Scheiße macht. Ja, richtig. Nur, dass ich keine blöde Scheiße mache. Natürlich nicht. Ihr seid ja schließlich der Neffe des Hochkönigs. Was? Nicht nur so ihren Kopf hätte. Ja. Aber lassen wir das. Seid ihr Neffe des Hochkönigs? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht. Nicht? Nein. Aber ihr nennt ihn doch immer Oheim. Ja, aber Wetterchen, das ist halt... Na klar. Ach, das ist nur so eine Anrede. Ja, das macht jeder Zwerg so. Das ist, Das heißt, ihr seid gar nicht verwandt. Ich dachte immer, ihr seid verwandt, weil ihr Oheim gesagt habt. Habt ihr dem Bibliothekar jetzt erzählt, ich bin der Neffe des Hochkönigs? Ja, natürlich. Oh, ich habe eine Lüge erzählt, das ist ja furchtbar.
Das geht nicht. Ich muss ihm unbedingt das noch sagen. Ja, ja, das wäre mir ein auch bedauerliches Missverständnis. Das ist doch sehr unangenehm. Ja, richtig. Ah. Ich habe mir auch gerade gedacht, wenn ihr mit dem Hochkönig verwandt wird, wird die viel lustiger. Albrax, wenn ich erzähle, da lacht er bestimmt auch erstmal. Ja, witziger Mando. Ja, ist er. Ist er. Ein fantastischer Sinn für Humor. Durchaus. Ach, Isarun, ich habe es mir überlegt, das können wir ruhig so lassen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt weiß ich das doch schon und das kann ich doch jetzt nicht nochmal sagen. Ich glaube auch, dass der Herr Prajos da gar nicht drauf hinablächelt und wenn Jalan das erfährt, dann. Ja, naja, ich meine, ein Missverständnis gelaunt, ist eine Sache, aber wenn ich jetzt bewusst irgendwie die Wahrheit nicht sage oder ohne Grund, guten Grund verschweige, das geht nicht. Okay, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir Albrax wieder treffen, möchte ich ihm die ganze Geschichte trotzdem erzählen. Vielleicht könntet ihr ihn ja einfach um irgendwie Adoption von Neffenhaftigkeit oder so bitten. Ist das bei den Zwergen so einfach? Ich glaube nicht, aber vielleicht, wenn ich wieder in der Bierbrauer- und Pilzzüchtergilde angesehen bin, dann, naja, das ist wohl ein Langzeitprojekt. Oh je. Ja, habt ihr ja noch bestimmt 20 Jahre, bis ihr tot umfallt? Eher so, also ein bisschen mehr schon. Ich bin nur ein junger Zwerg. Was heißt denn 20 Jahre? Ich dachte, ihr seid schon ungefähr so 200. Oh, über den Daumen gepeilt eher 100, aber das ist doch kein Alter. 100? Oh. Jünger eigentlich. Aber ich mach's euch jetzt mal leicht. Seid ihr aber wenig gewachsen in 100 Jahren, muss ich ja zugeben. In die Breite. Es ist unglaublich, schier blasphemisch, was ich nun wieder erfahren musste. Die Arbeiten am Ogerschlachtdenkmal auf dem Platz des Zorns schreiten gut voran. Die Fundamente sind gelegt und die Säulen und Statuen sind teilweise fertig. Eigentlich könnte der Kaiser mehr als zufrieden sein. Der Fortschritt erfreut mich wie immer, wenn ich dorthin komme. Auch wenn ich die ganzen leeren Nischen sehen muss, wo die Standbilder hingehören. Wenn die Darayim weiter so gut arbeiten, wird die Anlage im spätestens einem Monat fertig sein. Bis dahin muss jemand dafür sorgen, dass die Alabasterbüsten zur Gänze vorhanden sind. Aber die Dinge, die ich heute erlebte, waren sehr enttäuschend und seine Magnifizenz wird es ebenfalls schlecht aufnehmen. 5 Quader feinster maraskanischer Alabaster. So lautete die Bestellung an den neuen Herrn der Insel, diesen Schlechter, Helmer Hafax. Für die Statue in seiner glorreichen Magnifizenz kann nur feinster Alabaster verwendet werden. Alles andere wäre eine Kränkung. Uns wurde zugesagt, dass die gesamte Ladung bis Ende dieses Monats hier sein würde. Den letzten Mond wurde der erste Quader geliefert. Dachte, der Rest hinge noch in Mendena fest, weil dort Xeran wieder die Hafengebühren erhöht hat oder so etwas. Doch jetzt muss ich erfahren, dass es keine weitere Lieferung gibt. Ist gar nicht in Maraskan abgegangen. Angeblich hat das Geld Jergar nie erreicht. Welch ein Desaster. Um alles muss man sich persönlich kümmern. Jemand muss dafür büßen. Ich weiß nur noch nicht wer. Ich gehe gerade meine Notizen durch, um die Entschuldigen auszumachen, als mir ein Bote sagt, ich müsse sofort zur Baustelle kommen. Lächerlich. Ich lasse mir nichts befehlen. Ich gehe, wenn ich bereit bin. Von der Baustelle ertönt lautes Geschrei. Vermutlich hat wieder einer dieser schwachsinnigen Arbeitssklaven einen Meißel auf seine verzerrtesten Finger geschlagen. Man muss bei diesem Geschmeiß hart durchgreifen, sonst tanzen sie ihm auf der Nase herum. Doch dann merke ich, welches Unheil der Oberste Darai angerichtet hat. Das Kreischen hört nicht auf. Die riesigen Galatmasse gleitet über die Rampe hinab und stößt dabei Dutzende Arbeiter zur Seite und in die Tiefe, die auf dem Boden zerplatzen wie überreifes Obst. Viel schlimmer noch, dass mein Dämon Halteseile und Stützgestelle mit sich reißt. Schon fallen die ersten Säulen zusammen, als wären sie aus Pergament. Dann verschwinden auch noch die teuren Eisenholzkrampen und das Stück zu 15 Dukaten in dem Galatleib. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Was ist in die Kreatur gefahren? Der Darai zerstört in dem Augenblick die Arbeit von Tagen. Ich konzentriere mich, um die nötige Beherrschungszauber zu wirken.
Neben mir stürzen Leitern zusammen, treffen mich, doch ich blende das alles aus und merke, wie die unsichtbaren Stricke aus Magie sich erneut um das Bewusstsein des Darais winden. Ich lege ihm in meinem geistigen Bild erneut das Joch um den glibberigen Leib und stelle mir vor, wie ich ihn für sein Versagen geißel. Ja, es hat ihn erreicht. Er zuckt zusammen. Doch er nur so bebt und seine Haut zu kochen scheint. Kurz zieht er alle Tentakel in sich zurück. Dann dirigiere ich ihn wieder an die Arbeit. Er soll jetzt gehorsam schleppen und bauen. Ich brauche neue Sklaven, um die Verluste zu ersetzen. Aus den Aufzeichnungen des Asmodeus von Andergast, Hofmagus zu Jolgurmak.